Ja, was haben wir noch? Ja, nachdem ich diese Behinderteneinrichtungen verlassen habe, habe ich natürlich mir gedacht, okay, nö, also ich werde jetzt nicht direkt wieder Hartz-IV-Empfänger. Ich hatte schon vorbereitet, dass ich ja, mit Computerreparaturen Geld verdiene und habe da schon die ersten Erfolge gehabt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du nimmst jetzt einfach alles Geld, was du hast, zusammen. Ich habe noch einen Kredit aufgenommen, dann ab dafür, ne, habe dann Computer angekauft, die defekt waren und repariert. Und habe gleichzeitig und habe noch ein paar Bitcoin-Miner gekauft. Das sind solche Computer, die halt die Verschlüsselungscodes von digitalen Online-Währungen berechnen. Und weil man dann Anteile von dieser Online-Währung im Prinzip mitberechnet, also sozusagen herstellt digital, bekommt man dann Anteile von dieser Währung auch gut geschrieben. Und damit hatte ich ein ganz gutes zweites Standbein und das lief auch ganz gut. Also ich habe da so 700 bis 800 € im Monat verdient mit ad hoc. Das hat gereicht für Miete und Essen. Und ja, die Krankenversicherung hat zunächst halt noch das Amt gezahlt und alles, was ich zu wenig verdient habe, haben die halt drauf gezahlt für ein halbes Jahr und von daher war das eigentlich ganz okay. Und es lief auch ganz gut, aber ich wurde natürlich dann direkt, also ich war ja eh schon auf dem Kicker vom staatlichen Einrichtungen schätzungsweise und zufälligerweise wurde eBay dann gehackt und ich habe die Bitcoins über eBay verkauft und ganz zufälligerweise haben die auch kurz bevor dieser Hack auf eBay war, ihre Geschäftsbedingungen geändert und ja, dann plötzlich waren Leute, die Bitcoins auf eBay verkauft haben, nicht mehr im Käuferschutz und auf PayPal auch nicht. Im Verkäuferschutz. So. Und ja, und dann waren einfach mal 2.000 € weg. Aber das wusste ich nicht direkt, sondern das waren halt mehrere kleinere Transaktionen. Und einen Monat später oder anderthalb Monate später war auf einmal mein PayPal-Konto gesperrt und da war plötzlich Geld, was da noch drauf war, eingefroren. Ich kam da nicht mehr ran. Dann habe ich nachgeforscht und dann hieß es ja, die Leute haben behauptet, ich hätte sie gehackt. Also es hieß dann sogar noch, ich hätte die Leute beklaut, denen ich die Bitcoins verkauft habe und hätte die gehackt. Also sie haben wirklich auch noch gegen mich dann zusätzlich ermittelt und ich so, ey, mir geht gleich die Huchkrempe 1 zu 180, ey, ich bin hier ehrlich irgendwas am Machen und ihr wollt mich noch dafür abficken, ey. Ja? Seid doch einfach froh, dass ich nicht mit Bitcoins mir Drogen kaufe und die dann noch Verkauf, um noch mehr Geld zu machen, wie das die meisten Leute machen. Ne? Weil das ist eigentlich das Effektivste, was man machen kann. Ne? Bitcoins herstellen, diese Bitcoins dann verwenden, um sich Drogen oder andere illegalen Sachen zu kaufen und die dann schwarz irgendwo an Privat und so weiter verkaufen und so. Ne? Das ist eigentlich das Geschäft. Und ich war auf eine positive Art und Weise unterwegs. Ich kann nicht hacken. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich habe auch keine großartige Ahnung vom Darknet. Ich habe mir das mal angeguckt, aber ich fand es ehrlich gesagt, hatte ich kein gutes Gefühl dabei und ich wollte das nicht und ich bin auch eher von der bewussten Seite her unterwegs und das bleibe ich auch und deswegen möchte ich das nicht und möchte damit auch nicht viel zu tun haben, weil das für mich einfach nicht angenehm ist und ich mich dabei nicht gut fühle und wobei ich mich nicht gut fühle, das mache ich auch nicht. Ne? So. Es sei denn, ich werde so abgefuckt, dass mir keine andere Wahl bleibt. Und selbst dann mache ich immer noch das Beste draus. Ja, ja, jedenfalls konnte ich dann meine Selbstständigkeit auch gleich wieder an den Nagel hängen. Danke dafür. Ja, und das war dann auch ziemlich seltsam. Ich hatte halt zwei PayPal-Konten. Ne? Und also die waren mit zwei verschiedenen Bankkonten von mir verknüpft, weil ich halt versucht hatte, ein Business-Bankkonto zu machen. Und ein privates, sodass ich das schon mal von Anfang an trenne, falls ich halt erfolgreich mir ein kleines Unternehmen aufbaue. Ich habe das ja auch offiziell angemeldet. Und das war, glaube ich, der Fehler. Weil wenn ich das nicht offiziell angemeldet hätte und einfach behauptet hätte vor dem Amt, dass ich gerade keinen Job habe und dann einfach arbeitslos gemacht hätte, dann hätten die mich wahrscheinlich gar nicht erst abgefuckt.
Ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen, weil dann hätten sie es nicht gerafft. Ja, weil in der Verwaltung, in diesem kleinen Kaff, wo ich gewohnt habe, da sind Nazis. Und ich habe denen das natürlich ganz offen und ehrlich erzählt, weil ich bin so ein Mensch. Ich gehe auf alle Leute zu und erzähle denen, was ich mache. Und ja, und ich vertraue den Leuten. Ich gebe im Prinzip einen Vertrauensvorschuss. Ja? Aber wenn dieser Vertrauensvorschuss missbraucht wird von euch, dann könnt ihr damit rechnen. Ja. Das ist nämlich euer Problem dann, nicht meins. Und ihr macht das auch nicht zu meinem Problem. Es tut mir leid, aber es ist so. Wenn ihr Scheiße baut, wenn ihr nicht herzlich genug seid, um liebevoll mit euren Mitmenschen umzugehen, egal wie sie aussehen, egal wo sie herkommen, egal welche Einstellung oder Religion sie haben, oder wie viel Geld. Oder wie faul oder wie fleißig. Dann müsst ihr die Konsequenzen tragen. Weil die Behauptung, dass ich zu faul bin, um irgendwas zu machen oder zu faul zum Arbeiten, ist eine Lüge. Als ich selbstständig war, die ersten 3 Monate, habe ich ohne Probleme 10 bis 12 Stunden am Tag durchgearbeitet. Und der Profit wäre noch gestiegen, die Effektivität wäre noch gestiegen, wenn ihr mich einfach ein bisschen in Ruhe gelassen hättet, ne? Mich einfach ein bisschen unterstützt hättet. Aber fuck egal. Den machen wir fertig. Das ist ein Linker. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Echt. Und dann wundert ihr euch noch über Konsequenzen, ey. Also. Ich würde sagen, das war halt ein Schuss in den Ofen, aber mein Gott, ich habe niemanden versucht, in die Pfanne zu hauen. Aber ihr habt mich in die Pfanne gehauen und ich weiß es. Jedenfalls ging das dann irgendwie zufällig. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt mein Fehler war oder ob das echt irgendwie vom Geheimdienst oder irgendwelchen Hackern mir untergeschoben wurde, dass ich das falsche PayPal-Konto zum Bezahlen von einem Rechner genommen habe und dann wurde das falsch abgebucht und dann lief das immer so hin und her und hat dann 300 € Schulden verursacht, weil es ständig PayPal hin und her, immer Rücklassschriftgebühr hin und her und hin und her. 300 €. Nur weil das einen Monat lang hin und her ging, bis die das irgendwie endlich mal geregelt hatten. Ne? Und auf dem anderen PayPal-Konto war das Geld drauf. Und in dem Moment, wo die erste Rücklassschrift abging, ist plötzlich der Rechner, den ich bestellt hatte. Ne, ich hatte extra einen Rechner bestellt, weil ich brauchte einen besseren Rechner, um damit besser arbeiten zu können. Weil ich meine, hey, ich mache Computerservice, da muss ich halt auch einen guten Rechner haben, um eben auch, was weiß ich, so Telefonservice habe ich halt auch gemacht gleichzeitig noch. Also ich hatte 3 Standbeine. Ne? Und das hat auch nicht geklappt übrigens mit dem Telefonservice, weil der Rechner zu langsam war, den ich hatte. Danke dafür. Also wenn das mal geklappt hätte mit dem anderen Rechner. Der ist vielleicht erfolgreicher gewesen. Aber stattdessen verschwindet dieses Paket seltsamerweise plötzlich. Genau an dem Tag, wo die Rücklassschrift ist. Ich habe noch nie, auch bis heute seitdem nicht mehr, irgendein Problem mit DHL-Paketen gehabt. Es ist noch kein einziges DHL-Paket verschwunden und ich habe schon hunderte DHL-Pakete bekommen. Aber dieser eine Rechner, der ist verschwunden. Ich weiß nicht. Aber ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, dass das ab und zu mal passiert. Das ist Schwachsinn. Es passiert nicht ab und zu mal. Es passiert gezielt. Um bestimmte Menschen, die eine Einstellung haben, die kontra dem modernen Faschismus und dem modernen System ist, fertig zu machen. Und das ist halt eindeutig, meiner Meinung nach. Ich habe dann dem Typen, der mir den Rechner geschickt hat, geschrieben, das waren sicherlich die Illuminaten oder Freimaurer und habe so gemeint, ja, scheiß Freimaurer, scheiß Illuminaten. War dann beim Bäcker mit meiner Freundin, das habe ich so per 3G rausgesendet. Damals hatte ich noch keine Verschlüsselung, kein VPN, da war das auch nicht so mit diesem Verschlüsselungswahnsinn so weit entwickelt und
Bin dann 2 Meter mit der auf der Straße weitergegangen vom Bäcker aus. Wir wollten halt zu ihr nach Hause und dann gemütlich frühstücken zusammen. Und wirklich so 5 Meter oder so nach dem Bäcker, sie bewegt sich ja sehr langsam, ist also ein leichtes Ziel, ne? Klappt die plötzlich zusammen. Also nicht unvermittelt, ne? Sie geht neben mir, steht da, also geht halt ganz langsam, ne, mit ihrer Lähmung und ihrem Stock und plötzlich, batsch, fällt die längs vor mir auf die Straße und ich so, wow, fuck, was war das denn jetzt? Ja. Wie ausgeknipst. Ne? Und so Spielchen haben die öfter gemacht. Das ging die ganze Zeit so ab da. Ich habe aber keine Angst mehr vor denen. Ich habe zu Gott gebetet und habe mir Waffen geben lassen. Und ich habe die Scheißwichser dementsprechend auch fertig gemacht. Nicht um Rache zu nehmen, nur zur Selbstverteidigung. Weil es gibt einfach Grenzen. Es gibt Grenzen, in die Privatsphäre von anderen Menschen einzugreifen. Und es gibt Grenzen, wo es persönlich wird. Und es ist mir scheißegal, für wie mächtig ihr euch haltet. Ne? Wenn Gott allmächtig ist, ist er immer mächtiger. Erstens. Und zweitens, wenn ihr gegen den freien Willen von anderen Menschen geht, ne, und Fehler nicht auch mal vergebt oder vielleicht den Menschen wenigstens die Möglichkeit gibt, diese Fehler zu korrigieren, anstatt sie dafür abzufacken. Denn das ist eure Technik. Ich weiß es ganz genau. Ist mir auch scheißegal, wie ihr euch nennt oder was. Ich weiß aber, dass ihr es tut. Ja. Dann müsst ihr damit rechnen, dass eure Fehler genauso behandelt werden vom Universum. Genauso gnadenlos. Das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Und das ohne Hass. Ich hasse euch nicht. Ich finde einfach, ich hasse nur, was ihr tut. Ich finde es scheiße, was ihr tut. Wenn ihr da nicht umdenkt, dann ist das euer Downfall, nicht meiner. Selbst wenn ihr diesen ganzen Planeten zerstört. Denn es ist nur die materielle Ebene. Es gibt eine andere Ebene. Und da kommt ihr nicht hin. Ihr müsst mit den Konsequenzen eurer materiellen Zerstörung, Wut, leben. Die Menschen, die geistig unterwegs sind, die müssen gar nicht mehr hierhin zurück. Die kommen auf eine andere Ebene. Und ich rede nicht von Hei, Tai, Tai, rosa Blümchen, Himmel. Nein, ich rede von einer anderen Realitätsebene, die freier ist als diese. Auf die alle gelangen, die einen gewissen geistigen Fortschritt auf dieser Ebene erlangt haben. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann versucht doch einfach mal, euch ein bisschen zu belesen, anstatt alles zu diskreditieren, was ich sage, bevor ihr urteilt. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, das war interessant und gebt mir einen Daumen nach oben, unterstützt mich und teilt mich, informiert euch. Alles Liebe. New one.